Hallo, Backspin mit Ronja und Battle Boy Basti heute mit Kratzestimme. Du bist jetzt einer der bekanntesten Künstler, die aus den VBTs hervorgekommen sind sozusagen. Und die Fans lieben dich für deinen Facettenreichtum. Aber wer ist denn jetzt eigentlich der wahre Basti? Der wahre Basti? Na, der wahre Basti heißt ja eigentlich Stefan. Also ich bin ja Stefan. Und ja, was ist der wahre Basti? Also ich bin auf jeden Fall selbstironisch und nehme mich nicht allzu ernst. Kann über mich selbst lachen, lache dafür aber auch über alles andere. Das ist dann eben, das ist dann meine, wo ich mir denke, ja, wenn ich über mich selbst lachen darf, über alles, dann darf ich auch über alles andere lachen. Wie Sada so Mundschuh immer sagt, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Finde ich, ist das richtig so. Und das, glaube ich, fließt in die Musik sehr mit ein und auch in diese Figur Basti. Ansonsten ist da sehr viel geschauspielert, der Rest. Ja. Stört sich denn manchmal, dass du von dieser Rolle, die du dir selbst auferlegt hast, nicht mehr so richtig wegkommst? Die Frage ist, komme ich denn davon nicht weg, nur weil ich den Namen nicht benutze? Also mich stört es eigentlich nicht so doll, weil mir ist es alles relativ egal, ob ich mal damit jetzt krass über Jahre hinweg Erfolg haben werde oder man mich nur auf diese Battle-Geschichten immer dann zitiert. Nee, stören tut es mich eigentlich nicht, nee, weil wenn dann den Rest keiner hören will, dann ist es ja so wie vorher, also ja. So viel Schissen. Du hast ja 2013 dein Album Pullermatz rausgebracht und jetzt kommt am 26.06. dein neues Album Stimmbruch raus. Und in dem Album hast du ja sozusagen mehr deine normale Stimme angewendet. Wie kommt das? Wie kam dieser Wandel? Ich habe auf immer versucht, mit normaler Stimme zu rappen, hab gemerkt, oh, das geht ja. Nee, na, ich wollte es sowieso schon so machen. Ich wollte halt nach dem VBT, dadurch, dass ich mit dieser Kinderkram-Sache so berühmt geworden bin da oder Aufmerksamkeit bekommen habe, wollte ich halt ein Album auf jeden Fall mit dieser Stimme überwiegend durchziehen. Hab ja da schon ein paar Sachen mit normaler Stimme gemacht und wollte jetzt eben genau das Umgekehrte machen. Also das Einzige, mein Album hat ja sonst kein Konzept. Ich bin auch nicht der Fan von Konzeptalben selber machen, deswegen ist das eher mein Konzept, dass ich erst mit dem Image gerappt habe und jetzt halt ganz normal mit normaler Stimme eben Ähnliches mache, probiere. Wenn du mal dein altes Album vergleichst mit dem, was jetzt rauskommt, glaubst du, das neue wird mehr Erfolg haben? Also, weiß ich nicht, ich glaube, es wird besser, die Kritiken könnten besser sein als bei meinem letzten Album. Aber von rein realistischen Standpunkt und meinem / pessimistischen Standpunkt aus immer betrachtet, denke ich, dass ich jetzt, wenn man jetzt von den Verkaufszahlen jetzt ausgeht, glaube ich, also die ich jetzt aber auch nicht kenne, um jetzt hier entstand, dass ich nicht denke, dass es mehr kaufen, weil ich glaube, dass es einen Abwärtstrend gibt in der Hinsicht, weil ich habe vor 2 Jahren das letzte Album gebracht und wenn jetzt nicht einer von den Singles krass durchbrettert und extrem viele Likes kriegt oder Views oder wie auch immer oder Aufmerksamkeit, dann und sich dadurch das Album dann halt viel krasser verkauft als das erste, denke ich, wäre ich etwa so wie das erste landen, so denke ich mal. Gefällt dir das neue denn persönlich besser als das alte? Ja, doch, sehr viel. Aber es liegt ja auch daran, dass es für mich ja auch neu gemachte Musik ist. Und dass ich mich ja auch darauf freue, mal wieder mit normaler Stimme zu rappen. Oder was heißt mal wieder, aber dass es mir selber auch gefällt. Auch, es gibt natürlich auch Parallelen zum alten Album in gewisser Hinsicht, aber mir fällt es natürlich schon viel besser. Allein schon beattechnisch ist es viel besser. Ich hatte mehr Zeit, auch mich drauf zu konzentrieren, gerade in der Endphase. Die Zusammenarbeit mit meinem Produzenten Boga hat sehr gut geklappt. Das war damals eine ganz andere Sache, wie ich damals aufgenommen habe, unter Stress und alleine teilweise. Mhm. Und jetzt ist es schon, da habe ich mich auf jeden Fall schon viel weiterentwickelt und da bin ich mit dem Team viel besser aufgestellt. Gab es denn bestimmte Hoch- und Tiefpunkte in der Produktionsphase? Nö, es hat sich an sich eigentlich gezogen. Hoch und Tiefs? Nee. Also es hat sich sehr in die Länge gezogen, weil ich halt selten Zeit hatte aufzunehmen. Mein Produzent hatte auch nicht immer Zeit. Dann hat man meist nur einen Track in der Woche oder so geschafft oder vielleicht auch mal weniger. Dann musste man oft umbasteln nochmal, so kleine Sachen dann am Ende ändern. Aber ich hatte mir jetzt eh keinen großen Druck gemacht. Von daher gab es keine Hochs und keine Tiefs. Und witzige Geschichten? Ja, immer wenn man so was fragt, finde ich, dann fallen mir immer selber keine ein. Ja. Also würde ich sagen, weiß ich nicht, ich hab eine lustige Geschichte. Aber wir haben an sich, mit Boga habe ich an sich immer viel gelacht. Der hat auch irgendwie, das wollten wir eigentlich auch auf das Album raufhauen, aber haben wir nicht mehr geschafft.
Der hat auch immer wenn ich irgendwas verkackt habe live, und, also nicht live, sondern in der Kabine und mich dann auch aufgeregt habe oder so, dann hat er immer irgendwie abgespeichert und immer hinten rangepackt an die Songs. Und ich glaube, wir haben da irgendwie so eine 5 Minuten Audiodatei, wo nur Versprecher und Outtakes von mir sind. Die ist, glaube ich, ganz witzig. Die müssen wir mal irgendwann irgendwie einzeln mal rausballern oder so. Du hast ja auch ein paar Feature-Gäste auf deinem neuen Album. Unter anderem auch Masimoto. Wie war das denn, mit ihm den Song aufzunehmen? Sehr lustig, weil wir haben uns gar nicht gesehen. Das ist ein 3 Jahre alter oder 2 Jahre alter Song. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt einfach mal. Das war damals so, dass DJ Kraft auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, willst du nicht für eine Sache, die ich mit Beat-Produzenten zusammen mache, da machen wir so eine Compilation, wo mehrere Rapper irgendwie drauf sind, irgend sowas. Da war auf jeden Fall ein Projekt angedacht ich bin dann ins Studio gefahren zu den Jungs, zu den KIZ-Jungs, zu Cilian, und der hat mir dann halt den Beat gezeigt von Abbas und ich dachte mir so, boah, das klingt ja fett. Und ich sag so, da sind ja schon Spuren von irgendjemandem, wer ist denn da schon drauf auf dem Song? Und dann sagt er so, mal gucken, ah ja, da ist Masimoto drauf. Und ich so, was geil, weil ich feiere natürlich Materia und Masimoto total. Auch wenn die jetzt natürlich nichts miteinander zu tun haben, keine Ahnung, warum ich das sage, aber ich finde die Musik von dem auf jeden Fall richtig gut. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, mit dem überhaupt schon mal einen Song zu haben. Und dann ist ja aus dem ganzen Ding nichts geworden, das lag ewig rum. Und dann haben wir halt angefragt bei Masimoto und bei Cilian und bei Abbas, ob wir denn das für mein Album nutzen können. Und dann kam dann ja. Also generell habe ich, glaube ich, Masimoto live gesprochen mit ihm noch nicht oft, aber glaube erst das erste Mal so erst 1,5 Jahre nach dem Song. So können halt auch Lieder entstehen. Gibt es denn noch jemanden, mit dem du gerne mal zusammenarbeiten würdest? Eigentlich sind die alle ab, also die richtig gerne sind die eigentlich alle abgearbeitet. Ich müsste meinen, also was heißt alle abgearbeitet, aber. Na, mit Karate Andi hätte ich gerne noch was gemacht. Aber das ist zeitlich nicht zustande gekommen, weil der auch viel zu tun hat. Da hätte ich gerne noch was gemacht. Sonst. Nö, erstmal. Gibt eine Menge, mit denen ich gerne featuren würde, aber es muss jetzt nicht, also ich bin da selber so, ich breche das jetzt nicht übers Knie, ich renne da nicht Wochen, Monate lang hinterher. Ja. Wenn es dann irgendwie nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also erstmal wunschlos glücklich. Ja, sowieso. Wie wirst du deinen Release feiern? Weiß nicht, weil ich für einen Dienst habe. Glaube nicht. Feiert nicht. Ich muss den ganzen Monat arbeiten, den Tag, den ich nicht irgendwas anderes zu tun habe, was mit Musik zu tun hat. Oder so, den muss ich eigentlich arbeiten. Deswegen glaube ich nicht, dass ich jetzt feiern werde. Nee. Oder so, nö. Okay, alles klar. Wir werden jetzt zu der nächsten Station übergehen. Und zwar möchte ich mit dir Wahrheit, Pflicht oder einen Lütten spielen. Oder was? Oder einen Lütten? Oder einen Lütten. Was soll ich morgens hier trinken oder was? Ja. Alter, was ernsthaft? Oh, tut mir sehr leid. Mit Wahrheit habe ich ja nie ein Problem. Ja, das ist schon mal gut. Wir haben ja auch eine Auswahl. An unterschiedlichsten Hochprozentigen. Möchtest du Wahrheit oder Pflicht? Nun langweiligerweise Wahrheit. Konntest du mit deiner Rolle schon Frauen klar machen? Nur mit der Rolle? Ja. Nee. Mit Hilfe der Rolle. Nee, denke nicht. Also jetzt so gespielt, dass ich so, ey, na, ja. Ficken? Nee, denke so nicht, nee. Nee, nie ausprobiert? Nee, ich renne ja mit der Brille nicht durchs wirkliche Leben. Wieso, wirst du das geil finden? Ich glaube nicht. Okay, warum dann die Frage, hä? Wahrheit oder Pflicht? Ah, Pflicht. Wie wäre es, wenn du einen von deinen Features anrufst und ihm, ohne dass er irgendwelche Fragen stellen darf, einfach erzählst, was du den ganzen Morgen lang gemacht hast? Ja, so viel hat er ja nie gemacht, aber kann ich machen, ja. Aber du darfst ihm nicht antworten, wenn er dich irgendwas fragt. Und wie lange? Wie lange sollst du durchziehen? 2 Minuten. Okay. Box von. Ah, guck mal, bei Schniesen klingelt's immerhin. Bitte, Paul.
Yeah. Ey, voll krass, Alter. Ich bin heute Morgen aufgestanden, mir ging's übelst kacke. Ich hatte nur 4 Stunden geschlafen oder so. Jetzt dann übelst viel Stress, die ganze Woche übelst viel Stress, übelst wenig gepennt. Ey, das war voll heftig gewesen. Und irgendwie habe ich auch Alkohol getrunken gestern. Und aber war ja nicht so viel eigentlich. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich gekotzt habe. Aber ich glaube nicht. Und irgendwie bin ich da voll stolz auf mich. Ja, sei mal ruhig, Alter, ich erzähl gerade was. Und war auf jeden Fall voll lustig gewesen. Und der ganze Abend war voll cool. Ich hab Atzenkalle getroffen, war voll nice gewesen, Alter. Ey, wie jetzt eigentlich euch so? Habt ihr eigentlich Spaß und so? Und auch danke nochmal für das Feature übrigens, dass da so Party schickt das und so. Und so sind echt cool geworden. Gerade dein Part da mit diesem am Ende, dass ich den Maul wichsen darf, fand ich total lustig. Das hat echt Spaß. Vielleicht machen wir das mal live, wenn ich irgendwann, wenn wir uns mal sehen oder so, komme ich einfach mal vorbei, könnt mich auf Gästeliste schreiben. Also, das wäre echt lässig. So nice. Ich würde das auf jeden Fall feiern, wäre echt cool. Voll lässig, ranzig, Alter. Ich bin gerade bei einem Interview, deswegen muss ich mit dir komische Sachen reden. Alles klar, bis dann. Alles tschüss. Das war richtig gut. Ich bin stolz auf dich. Ja, mit dem kann man machen. Okay, nächstes. Du bist. Ja. Mit dem kann man machen. Hä? Pflicht. Oh, nee, krass eigentlich dieses Spiel, ganz ehrlich. Das ist voll schlimm. Und morgens um 11, ey. Um 11. Um 11. Um 11. Ja doch, trink mal von jedem einen. Nee, oder trink mal den. Welchen von denen ist am ekligsten von denen? Also, diese beiden kenne ich nicht. Die habe ich noch nie getrunken. Na, ist halt Kräuter, wa? Aber Feigling finde ich ja zum Beispiel so richtig räudig. Deswegen trinkst du jetzt einen Unterberg. Okay. Und währenddessen frage ich dich, Pflicht oder Wahrheit? Wahrheit. Echt? Wolltest du jetzt Ursig ihn trinke, wa? Nee. Okay. Also Wahrheit? Ja. Oder, okay. Was war das krasseste oder schlimmste Backstage-Erlebnis, was du mitbekommen hast? Boah, ja, auch wieder überlegen. Schlimmste? Dann ist auch die Frage, was darf man erzählen? Was will man erzählen? Klar darf man erzählen. Ja, klar darf man erzählen. Kameraden, ja, erzähl mal. Wir sind doch unter uns. Noch, ja. Irgendwo in Stuttgart hat man bei der Trailerpark-Tour, war ganz lustig, so war schon so... war schon so alles vorbei und wir saßen irgendwie noch oben da im Backstage im Longhorn und dann kam irgendwie in meinen Raum, wo ich saß, kam auf einmal einfach irgend so ein Fan, der hat sich irgendwie reingeschlichen, obwohl alle schon weg waren, hat er sich irgendwie über Backstage-Eingang von draußen reingeschlichen, stand so total besoffen so in der Tür so, sieht mich so, guckt mich an und sagt, ey, du bist so, und hinter ihm steht schon so Massimo, so der Tourmanager, ja. Mein Manager und der Tourmanager auch von Trailer Park, so 2 Meter großer Araber und guckt so, den so an, so, der sieht den gar nicht, ne, weil hinter ihm steht und dann tippt er ihn so auf die Schulter und der dreht sich um so, hä? Und dann siehst du bloß so, wie er so weggezogen wird von der Tour, so, hä? Das war voll lustig, so, das war so einfach hier und dann Massimo ist da sehr, sehr rigoros, dass er da, also der hat ihn ganz nett rausbegleitet, er hat ihn gleich so, komm mal mit, du bist hier falsch. Das war sehr lustig, ja. Noch irgendein Erlebnis beim Konzert? Oder allgemein? Naja, ich hab viele Sachen, ne? Ich habe früher bei Tour immer, auf Tour habe ich immer irgendeinen hochgeholt und habe ja immer den dann auch backuppen lassen oder sowas. Das habe ich auch mal in Köln beim Innendrin-Festival gemacht. Und der Typ, der hat sich komplett irgendwie selbst gefeiert die ganze Zeit. Der hat immer so Adlibs zwischen meinen Raps gebrüllt und halt überhaupt nicht. Also ich habe ja gefragt, ey, wer kann mich backuppen? Wer kann von dem Lied den Text? Der Typ meldet sich, okay, komm hoch. Und dann die ganze Zeit aber so, hey, hey, der hat sich gefreut, dass er oben war. Die Leute haben mir auch, glaube ich, alle ausgelacht. Also gibt mehrere lustige Geschichten. In Kassel. Beim Trailerpark-Konzert jetzt zuletzt hatte ich sehr große Magenprobleme und mitten im Song irgendwie, in diesem, da habe ich diesen Teil vom Masimoto-Song zum Beispiel gespielt, live in einem Medley und auf einmal dachte ich, ich muss brechen und renne hinter den aufgebauten Pub-Trailer von Trailerpark und denke so, oh, ich muss brechen und musste ich aber nicht. Und dann schreien die Leute halt alle so, Trailerpark. Und dachte so, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr weitermachen. Naja, nur Hälfte der Auftrittszeit. Da fand ich ein bisschen schade, aber naja, passiert. Bist du dann nicht wieder auf die Bühne gekommen? Doch, aber weil die Leute dann alle Trailerpark auch gerufen haben, weil ich halt den Beat ausgemacht hatte, habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt Blödsinn, wieder neu anzufangen bei der Hälfte der Show. Und ich habe ja nur 20 Minuten Auftritt gehabt, dann bin ich einfach von der Bühne gegangen. Ja. Damit ich nicht nur wirklich da breche. Muss ja nicht sein. Okay, lass uns noch eine Runde spielen. Eine letzte Runde. Ich nehme Wahrheit. Wahrheit. Und währenddessen muss ich immer noch dieses eklige Gesiff austrinken. Ne? Unterberg finde ich ist auch räudig. Ja. Wahrheit. Mann. Tolles Spiel.
Ey, bin da echt einfallslos. Tut mir leid. Morgens um 11. Willst du dann lieber? Soll ich dir noch eine Aufgabe stellen? Ja, mach mal. Okay. Fairness halber. Pflicht? Ja. Okay. Mach einen Battle Rap gegen mich. Gegen Freestyle. Dich? Freestyle. Boah, genau, Freestyle, Alter. Ey, du bist doch Rapper. Kannst doch freestylen, wa? Mann, ey. Nimm einen ganz kurzen. Einen ganz kurzen? Mhm. Hast auch Zeit zum Nachdenken. Aber muss gegen mich sein. Ja, schon klar, ja. BMG ist unser Standort. Und weil du auf die geantwortet hast, ist uns klar, wie die Antwort ist. Nämlich. So muss reichen. Dankeschön. Ja, bitte. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Station. Und zwar habe ich ein sehr süßes Freundschaftsbuch mitgebracht. Das ist schon mehr was für mich. Ja? Und da möchte ich bitte, dass du dich einträgst. Und währenddessen frage ich dich noch ein paar persönliche Fragen. Hm? Das ist die Seite für dich. Oh. Ach, mit Ankreuzen sogar, mit ja? Mit Ankreuzen. Schmiedst du dich? Habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal gelogen? Klar. Ich frage dich einfach mal nebenbei, ne? Hm? Was willst du werden, wenn du groß bist? Rapper! Was wolltest du früher werden? Gar nichts eigentlich, wusste ich nicht. Ich wusste echt nicht, was ich werden wollte. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet, was mir am meisten Spaß gemacht hätte, irgendwas in irgendeine Richtung, wäre irgendwas mit Astrologie gewesen. Das fand ich in der Schule, war eigentlich das Einzige, was mich so wirklich interessiert hat. Wofür ich dann mal hätte gelernt habe, weil ich es wollte. Beschäftigst du dich jetzt noch damit? Oder ja. Ja. Also ich gucke mir viele Dokus an und sammle so viele Informationen über gewisse Sachen, weil ich es voll interessant finde, weil was ist, was man nicht greifen kann, was man nicht anfassen kann, was man nicht sieht, was auch von der Vorstellung her unfassbar ist, so das Weltall, die Größe, überhaupt alles im Universum. Okay, was war deine schlimmste Jugendmodesünde? Oh, da gibt es ein tolles Foto mit meiner Oma war ich damals in Disneyland Paris und ich glaube, das konnte man echt anscheinend zu der Zeit tragen. Ich hatte eine lila Korthose und so ein grünes, das war cool, ein grünes T-Shirt, wo so alle Super Nintendo-Figuren von damals drauf waren und dann so fett Nintendo stand. Aber so halt grün und lila sah halt richtig schrecklich aus. Also so im Nachhinein betrachtet, denke ich mir erstmal schon Kort und dann lila. Kort ist natürlich sehr geil. Ja, ja. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo ich mich in 5 Jahren sehe? Na, auf jeden Fall werde ich nur arbeiten. Natürlich. Vielleicht so ja fest in irgendeinem Haus und nicht mehr in so einer Leihfirma, wie ich es jetzt mache. Seit 8 Jahren. Und vielleicht, wenn Alligator noch Musik macht und auf Tour geht, vielleicht bin ich dann da immer noch mit bei. Wer weiß. Und was hättest du vor 5 Jahren gedacht, wo du heute stehst? Na, was ich eigentlich gerade gesagt habe, bis auf die Alligator-Geschichte. Also, und ein bisschen hobbymäßig halt Rap machen so nebenbei. Oder Musik an sich mit meinen Kumpels aus Eberswalde dann oder mit dem Rest, den ich so kennengelernt habe. Ja. Damals schon. Ja. Was war früher dein Lieblingsfach in der Schule? Lieblingsfach? Hatte ich eins? Kunst. Weil, wenn man bei. Ich hatte das damals so, das war richtig cool, ich hatte in der 13. Klasse. So ein Freitag, der bestand aus einer Stunde Kunst als erste und danach irgendwie 2 Stunden Physik und das war mein Freitag und der Physiklehrer war oft krank, also fiel dann komplett der ganze Kurs aus und wenn wir irgendwie vom Kunstleistungskurs, wenn es hieß, ja modelliert mal jetzt dit oder dit oder malt mal ein Porträt und ihr habt die nächsten 5 oder 6 Kunststunden dafür Zeit, dann hatte ich ein verlängertes Wochenende, wenn der Fall eingetreten ist. Es war so 3-4 Mal kam es schon vor, dass dann der Freitag komplett gar nichts wartet. Deshalb ist Kunst mein Lieblingsfach. Dein Hassfach? Hassfach? Biologie, weil meine Lehrerin damals richtig schrecklich war. Die war richtig kirre. Ja. Wieso? Die war immer gestresst. Die hat uns als Zehntklässler damals gesagt, viele von uns werden Abitur eh nicht schaffen und bla bla bla. Und die hat uns eigentlich nur teilweise nur schlecht geredet. Das ist jetzt das, was mir jetzt in Erinnerung bleibt. Und ihr Unterricht bestand daraus, dass er schon mal alleine 5 Minuten oder 10 Minuten zu spät kam. Immer auf dem, wir haben das damals Pulli-Lux genannt, das nennt man heute Overhead-Projektor im Westen und überhaupt in Deutschland. Und
Da hat die immer nur Folie nach Folie aufgelegt und du hast abgeschrieben wie so ein Verrückter. So heutzutage würde man sich das vielleicht mit dem Handy abfotografieren. Damals musste man es aufschreiben. Und du hast immer gemerkt, wenn sie die Folien getauscht hat, hast du mal gemerkt, wie viele Schüler von 26, die wir waren, denn geschafft haben, die vereinzelte Folie schnell abzuschreiben. Weil die, die es nicht geschafft haben, kamen immer so, so, und war sehr lustig, weil eigentlich fast alle waren und nie einer hingekriegt hat. Und die hat einfach nur genervt und die war schrecklich. Meine Eltern haben gefragt, ob die irgendwie nicht ganz sauber ist. Bist du denn gerne zur Schule gegangen? Ja, klar. Doch, ich wurde zwar früher in der Grundschule ein bisschen verarscht, aber dennoch, zur Schule bin ich gerne gegangen. Das hat Spaß gemacht. Also, ja, aber man musste auch damals nicht viel machen, bin ich der Meinung. Ich habe mein Abi geschenkt gekriegt. Ist echt so. Andere heute müssen viel mehr tun. Was ist denn das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe? Habe ich nie gemacht. Wäre jetzt so eine DCVDNS-Antwort. Ich finde ja selber, dass ich gar nicht so verrückt bin. Ich habe mir mal beim Video... Ein Kumpel von mir ist ja Graffiti hier, der ist auch Rapper, der sitzt im Rollstuhl und sein rechter Arm ist so ein kleiner, verkümmerter Arm mit so nur einem Finger dran. Und wir haben für ein Video irgendwie gegen 3 Plus damals, am Ende haben wir sowas gemacht, da hat er auf seinen Finger gespuckt und hat mir so ein Arschloch gekitzelt. Das haben wir aufgenommen und in ein Video gepackt. Das ist schon hart miesseitig. Aber weiß ich nicht, wir waren da irgendwie so, das haben wir halt gerade gemacht und Fidi war cool damit und das war schon ziemlich bescheuert. Wie wäre ein Mensch, der das komplette Gegenteil von dir wäre? Der das komplette Gegenteil von mir wäre? Arrogant. Ich würde sagen, sozial absolut nicht intelligent. Und realistisch / optimistisch. Bist du nicht optimistisch? Nicht in allen Belangen. Also was Musik angeht, da halte ich mich gerne zurück, weil wenn die Erwartungen, wie mit Werder Bremen, wenn die Erwartungen nicht so hoch gesteckt sind, dann wird man eher enttäuscht, wenn sie dann auf die Fresse kriegen. Oder man halt nicht so viel verkauft, wie man denkt. Ich sehe es halt realistisch. Und ich denke, in der heutigen Musikwelt ist es sehr, sehr schwer, Fuß zu fassen. Und zwar so Fuß zu fassen, dass man wirklich viele Leute erreicht oder dass viele die Musik von einem gut finden. Also bist du eher Realist, aber als Pessimist? Ja, genau. Also ich sehe jetzt nicht alle, ich heule jetzt nicht nur rum, so auf keinen Fall, aber ich versuche es halt schon realistisch einzuschätzen. Ja. Damit ich aber auch nicht, ich bin halt auch keine 21 mehr, ich würde das naiv finden, jetzt zu denken, so, oh, ich verkaufe jetzt 20.000 Alben in der ersten Woche. Aber ist das denn dein Ziel? So viel zu verkaufen? Naja, also natürlich bin ich schon abhängig. Das wäre schön, wenn ich halt viel verkaufen würde, weil damit würden die Leute meine Musik unterstützen und ja automatisch meine Musik gut finden. Sonst würde man das ja nicht kaufen. Und auf jeden Fall kommt, wenn viel, umso mehr Leute was von mir kaufen, umso mehr kommt natürlich bei mir an, kann ich davon leben und kann ich auch mit mehr Ruhe vielleicht nächste Projekte dann machen. So ist es nicht der Fall, muss ich halt... Ja, weiß nicht, ich sehe das immer so, wenn Fans sich Alben kaufen von Leuten, dann investieren sie auch Geld in die. Dann können sie auch erwarten, dass die dann weitermachen und immer mehr machen und auch bessere Sachen machen oder zumindest besser umgesetzte Sachen, besser geplante Sachen. Das ist eigentlich der Sinn, glaube ich, von sowas. Sonst, wie gesagt, die anderen können sich ja gerne alles kostenlos aus dem Internet laden. Das finde ich auch selber gar nicht schlimm, würde ich aber selber nie machen. Habe ich auch nie. Noch nie? Nee, ich wüsste gar nicht, welche Plattform. Ich habe es wirklich noch nie gemacht. Nur was kostenlos sowieso schon war. Nee, aber wie gesagt, man unterstützt ja so einen Künstler und das muss man begreifen. Ne? Wer das macht, danke. Von wem bist du denn ein Fan? Von wem kaufst du alle Alben? Na, von Materia Masimoto auf jeden Fall. Also jetzt nicht die Boxen so, aber so die Alben, wenn sie rauskommen. Deichkind habe ich mir gekauft auch. Und dann wechselt es mal immer so rap-technisch durch. Ne? Also, ja... hier SSIO habe ich mir zum Beispiel gekauft, super Album, Bumsen. Karate Andi, denke ich mal, wenn der ein neues Ding bringt, das Alltag jetzt nicht gekauft, aber ich denke mal, neue werde ich mir auch kaufen. Denke ich mal gucken. Also sitzen so Sachen, die ich eigentlich gerne höre. Oder beziehungsweise, ich höre gar nicht so oft Musik und habe nicht mal einen CD-Player zu Hause, aber. Da ist es zum Beispiel so, bei Deichkind finde ich es total super, wie die sich entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte. Und ich kaufe dann auch gerne das Album, wenn ich die Musik feiere, damit ich die einfach nur unterstütze, damit ich es auch selber habe. So sehe ich das. Alles klar. Letzte Frage.
Wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären es? Ich hätte gerne finanziell ausgesorgt, aber nicht zu viel. Also ein Haus hätte ich zum Beispiel verdammt gerne. Irgendwo hier am Rande von Berlin oder in Eberswalde. Noch 2 Wünsche? Ja, dann weiß ich nicht. Einer reicht. Ja, das reicht eigentlich, glaube ich. Ja, der Rest. Und ich will auch so, dass ich immer gesund bleibe und irgendwann mal im Schlaf oder beim Sex sterbe oder so. Das wäre, glaube ich, wenn die coolsten Tode so. Also ich will mich nicht über 2 Wochen, 3 Wochen dahin sehen selber. Ich glaube, das könnte man sich noch wünschen. Und auf den 3. Wunsch verzichtest du? Ja. Alles klar. Dann sind wir hier am Ende. Ich danke dir für die Zeit. Ich lasse dich noch zu Ende schreiben. Wir machen gleich noch ein Foto miteinander. Tolle Frage. Übrigens, warst du schon mal im Krankenhaus? Und? Ja, ich bin Krankenpfleger. Also natürlich. Ja, wir machen gleich noch ein Foto zusammen. Ich lasse dich jetzt noch zu Ende schreiben. Dann kleben wir das hier auch schön ein. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ihr abonniert den Kanal. Bis bald. Backspin.